Willkommen beim Ballonhüpfen mit Tigger und Ru. Eule hat sich bereit erklärt, viele bunte Ballons zu einer Party im 100-Morgen-Wald mitzubringen. Aber leider hat er seine Haustür offen gelassen und alle Ballons sind davongeflogen. Zum Glück können Tigger und Ru hoch genug hüpfen, um sie wieder einzufangen. Du kannst Tigger und Ru dabei helfen, die Ballons für die Party einzufangen, indem du bestimmst, wie hoch sie springen sollen. Wähle einfach die nötige Menge Sprungfedern aus und drücke Enter. Je mehr Sprungfedern du benutzt, desto höher hüpfen sie. Aber Vorsicht, wenn sie zu hoch oder zu niedrig hüpfen, verfehlen sie die Ballons. Wenn du diese Einführung noch einmal hören möchtest, einfach Wiederholen auswählen und Enter drücken. Wenn das Spiel losgehen kann, drücke bitte Enter. Sieh mal, da ist ein Ballon. Hilf Tigger dabei, wie hoch er springen soll. Wähle die nötige Menge Sprungfedern aus und dann drücke Enter. Gut gemacht. Der Ballon flog ziemlich niedrig. Tigger hat nur eine Sprungfeder gebraucht, um ihn zu schnappen. Jetzt ist Ru an der Reihe. Hilf ihm dabei, hochzuspringen, um die Ballons einzufangen, indem du die nötige Menge Sprungfedern. Prima, die zwei Ballons flogen etwas höher als ein einzelner. Deswegen musste Ru höher springen, um sie zu erwischen. Aber sieh nur! Da ganz oben fliegen noch mehr Ballons. Kannst du Tigger auf die Sprünge helfen, um sie einzufangen, indem du die nötige Menge Sprungfedern auswählst und Enter drückst? Na wunderbar! Du hast gewusst, dass Tigger ganz viel Schwung brauchte, um so hoch zu springen. Oh, da fliegt noch ein Ballon. Hilf Ru, den Ballon zu schnappen, indem du die nötige Menge Sprungfedern auswählst und dann Enter drückst. Perfekt! Du hast Ru genau den richtigen Schwung verpasst, um Eules Ballon wieder einzufangen. Du liebe Güte! Da fliegen noch mehr von Eules Ballons. Hilf Tigger, an die Ballons heranzukommen, indem du die nötige Menge Sprungfedern auswählst und... Du hast den Bogen raus. Du bist ja fast so ein Hüpfexperte wie Tigger. Weiter geht's. Ru braucht deine Hilfe, um diese Ballons zu fangen. Wähle die nötige... Alle Achtung! Du kannst es im Springen mit den Besten aufnehmen. Oh, da kommt schon wieder ein Ballon geflogen. Gib Tigger den richtigen Schwung. Oho, du bist wohl auch ein richtiger Spring ins Feld. Ich glaube, Ru hat noch ein paar Ballons entdeckt. Also schick Ru hoch zu ihnen, indem du die nötige... Großartig! Ru hatte genau die richtige Höhe, um die Ballons zu erwischen. Aber da fliegen immer noch welche herum. Hilf Tigger, die Ballons zu schnappen. Du hast es schon wieder geschafft. Alle im 100-Morgen-Wald können froh darüber sein, einen Freund wie dich zu haben. So,
Ru braucht noch mal Schwung, um einen weiteren Ballon zu fangen. Wähle die nötige Menge. Das machst du wirklich ausgezeichnet. Viele Ballons fliegen nicht mehr herum. Tigger wartet auf den richtigen Schwung, um sich diese zwei zu schnappen. Wähle für ihn die nötige. Fantastisch! Du hast Tigger gut auf die Sprünge geholfen. Jetzt fliegen noch drei von Eules Ballons herum, die er zur Party mitnehmen möchte. Verpass Ru den Schwung, den er braucht. Hervorragend! Du hast es geschafft. Tigger und Ru haben alle Ballons, die Eule entwischt sind, wieder eingefangen. Dank deiner Hilfe wird die Party jetzt bestimmt ein toller Erfolg.